Die ganze Sache hier lichtet sich schon etwas. Nur noch 5 Türchen sind übrig. Und ja, dann würde ich sagen, also 5 Türchen, nachdem wir natürlich das hier geöffnet haben. Na komm, jetzt sind es noch 5. Und hier haben wir wieder einen geilen. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe es richtig. Es ist Oreo. So, komm, fokussier richtig. Dankeschön. Da, Oreo. Fokussier. Fokussier, du blöde Kamera, ey. Wofür habe ich dich denn, du blödes Handy? So, ja, also Oreo hatten wir schon oft genug, aber schmeckt halt jedes Mal wieder geil. Hey Leute und herzlich willkommen zum 19. Türchen des RIP-Kalenders. Los geht's mit Welt 8, 2. Wir sind ja im letzten Part, haben wir hier mit Welt 8 gestartet. Und jetzt machen wir hier natürlich gleich weiter. Und hier gibt's anscheinend ein paar kugelige Willis. Ja, wer kennt sie nicht, die kugeligen Willis? Das sind gute alte Gesellen von mir. Ja, sind sehr gute Gesellen von mir. Oh, aber die fetten Willis, die mag ich nicht so gern. Ja, die fetten Willis, mit denen bin ich zwangsbefreundschaftet. Weil, ja, ist so. Genau. So ist das. Bitter, aber wahr. Okay. Rote Röhre führt mich hoffentlich da nach unten. Also, würde Sinn ergeben. Oh, no. Ich mache tolle Sounds, ich weiß. Das müsst ihr mir nicht sagen. Danke. Danke, danke. So. Dude. Thanks. Alles easy. Halbzerflagge. Alles klar. Ist hier auch... Oh ja, hier ist auch so ein toller Propeller-Pilzi. Pilzi-Pilz. Knilz. Knilz ist ein Pokémon. Ja. Dass Knilz ein Pokémon ist, das ist schon ein krasser Fact, ne? Wussten bestimmt so circa 2% von euch nicht. Nee, jetzt würde mich mal interessieren. Ich meine, die Pokémon-Veteranen muss ich jetzt natürlich nicht fragen, ob die Knilz kennen. Aber jetzt vielleicht so Leute, die nicht so viel mit dem Pokémon-Franchise zu tun haben. Leute, kennt ihr Knilz? Nur so aus Interesse. Ja. Genau. Nee, wir spielen tatsächlich... Ich meinte ja im letzten Part tatsächlich, es könnte sein, dass wir die vollständige Welt 8 spielen, oder war es schon im vorletzten? Ich weiß es nicht. Nein, tun wir nicht, weil es gibt ja noch eine Welt Bowser. Oder? Nee, warte, das war New Super Mario Bros. U. Ja, Kackdreck. Warte, ich bin zu blöd. Es gibt auf jeden Fall noch eine Spezialwelt dann. Ach, egal. Wurscht. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder Zeit für einen Witz, Freunde. Ein Fußballspieler beim Arzt. Herr Doktor, mir wird ständig gelb und rot vor Augen. Doktor, dann wechseln Sie mal den Schiedsrichter. Mein Rat wäre gewesen, dann spiel besser und fairer.